Guten Morgen, liebe YouTube-Familie. Die Babys frühstücken. Und ich mache mir auch mein Frühstück. Es gibt wieder die warme Hirse. Und nebenbei schmiere ich meine Brotzeit für die Arbeit. Heute ist Samstag und ich arbeite diesen Samstag. Und ich habe jetzt eigentlich nicht so viel daheim, was ich aufs Brot machen könnte. Deswegen habe ich jetzt einfach ein bisschen Butter drauf gegeben. Und da mache ich noch die getrockneten Tomaten drauf. Und dann nehme ich mir noch frische Tomaten mit. So schaut es jetzt aus. Und dann klappe ich den Deckel drauf. Und dann ist meine Brotzeit fertig. Dann wasche ich noch die Tomaten und dann muss ich auch schon ab ins Bad. So, Frühstück ist fertig und jetzt geht's ab ins Bad. Heute ist so schönes sonniges Wetter zwischen Regenwolken. So, Feierabend, Wochenende. Ich muss jetzt einmal zu DM, weil ich einige Sachen brauche. Ich habe mir eine Liste geschrieben, also einen Zettel, weil ich wirklich einiges brauche. Hier gibt's was Neues für die Haare. Vegan, ohne Silikone, Parabene. Kennt ihr die Reihe? Wisst ihr, was schlimm ist, wenn man vor lauter auf die Inhaltsstoffe schauen nicht weiß, was man nehmen soll? Ich hätte jetzt eigentlich ein Shampoo gebraucht. Ich konnte mich nicht entscheiden, ob ich eins mit oder ohne Silikone nehme. Eigentlich habe ich ja seit Jahren Shampoo ohne Silikone, weil ich irgendwann auf diesen blöden Hype aufgesprungen bin, den es auf YouTube gab. Davor habe ich mir darüber keine Gedanken gemacht und ich sage euch, ich hatte damals weniger Probleme mit meinen Haaren als jetzt. Und jetzt habe ich eigentlich gedacht, okay, mir ist es egal und ich nehme ein Shampoo mit Silikon und jetzt irgendwie konnte ich mich doch nicht dazu durchbringen und habe letzten Endes keins genommen. Genauso mit Trockenshampoo und genauso mit Gesichtscreme. Also ich sage euch, wenn man zu viel guckt, ist es doof. Und ich glaube, schlecht ist letzten Endes irgendwie alles, außer man wird einfach nur, was weiß ich, irgendwas, keine Ahnung, was nehmen. Achtet ihr auf Silikone oder nicht? Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, ob ihr Shampoos ohne Silikone nehmt oder Shampoos mit Silikone, ob es euch egal ist oder nicht. Ich werde eine Umfrage einblenden und dann könnt ihr abstimmen. Ich bin gespannt auf das Ergebnis. Also sowas Blödes. Jetzt habe ich weder ein Shampoo noch ein Trockenshampoo noch eine Gesichtscreme. Also ich glaube echt, man macht sich nur Kirre, wenn man sich zu viel mit solchen Sachen beschäftigt. Weil irgendwie, es ist immer irgendwas, was, also jetzt bin ich gespannt auf eure Meinung, Silikone ja oder nein, welche Erfahrungen habt ihr gemacht und vielleicht könnt ihr auch nebenbei noch ein Trockenshampoo empfehlen, also das von Batiste fand ich jetzt, also ich hatte das fand ich jetzt nicht so gut. Ich glaube, von Balea hatte ich auch schon. Also früher hatte ich das von Batiste, da fand ich das gut. Jetzt hatte ich das nochmal, da fand ich das nicht so gut. Kommt nicht an meinem Puder ran. Dann habe ich gedacht, vielleicht von diesem Colab, dass ich das vielleicht mal teste. Dann stand aber Alkohol. Dann dachte ich, oh, Alkohol trocknet ja die Haare wieder aus. Dann, was gab es noch von Orsi? Gab es noch was und von Herbal Essences sogar. Also schreibt mal, welches Trockenshampoo ihr nehmt, wie ihr das findet. Und wegen den Silikonen. Also es ärgert mich jetzt gerade so. Jetzt ist es dunkel und ich fahre jetzt heim, lasse die Babys hüpfen. Und naja, habe die Hälfte von den Sachen, die ich kaufen wollte, nicht gekauft. Weil ich mich mit Inhaltsstoffen beschäftigt habe. Lotte ist schon wieder reingekommen. Das Gute ist, ihr seht die Babys jetzt besser, weil hier besser das Licht ist als hinten in der Ecke. Holly hat vorhin auch um die Ecke geschaut. Da kommt die Holly. Und jetzt hole ich den Rest und dann geht's rüber zu Jette. Sucht Holly ihren Mann. Die Heizung ist ein ganz toller Gang. Ja, Holly wartet auf ihren Mann. Dann hole ich den mal. Ach, wie süß, da sind die zwei Weißen. Und wo ist der Bruno? Der sitzt wahrscheinlich im Busch. Hopp, 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 wir gehen rein. Ich hoffe, er sitzt im Busch. Ja. So, hopp, 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 hopp. Und rein mit euch.
Hopp, 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 hopp. Super. All on board. All on board. So, jetzt gibt's Abendessen für die Babys. Ihr Lieben, jetzt gibt es erstmal Abendessen. Ich habe nämlich tierischen Hunger. Es gibt die Veggie Tail Pizza. Wir sehen uns morgen wieder um 19 Uhr. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis morgen. Tschüss.